Apfeltoast. Like and subscribe. Thank you. Ich kann es kaum erwarten, ihn heute in der Schule zu sehen. Ich freue mich schon so. Der Tag hat einfach so gut angefangen. Was ist denn das? Überall sind die Fotos von mir. Wieso macht ihr das? Also ich weiß nicht, was du meinst. Die Fotos sind doch wunderschön. Kommt, lass uns schnell gehen, bevor sie uns wieder beim Direktor verpetzen will. Was soll ich nur machen? Jedes Mal, wenn ich diese Bilder von mir entferne, tauchen sie am nächsten Tag wieder auf. Und hier ist sogar auch ein Foto. Leute, schaut mal, die Psychopathin. Guten Morgen, ihr Kakerlak. Oh, ich meine Schüler. Heute möchte ich euch einen neuen Schüler vorstellen. Sein Name ist, ich habe es gerade vergessen, aber er sollte jeden Moment da sein. Bitte behandelt ihn nett. Hallo Leute, schön euch kennenzulernen. Mein Name ist Darius und ich hoffe, ich werde dieses Jahr sehr viele Freunde machen. Das war sehr nett, Darius. Setz dich bitte hier hin. Okay. Oh, ich muss schon zur Toilette. Bitte macht keinen Unfug, während ich weg bin, Schüler. Sag mal, Darius, kannst du dir keine neue Kleidung leisten? Du bist so gammelig, igitt. Ist das die Hose von deinem kleinen Bruder? Die Hose ist ja viel zu klein. Boah. Naja, Leute, ich finde, die Hose ist das kleinste Problem. Wieso kommt er an seinem ersten Schultag mit Flecken auf dem T-Shirt? Hast du keine Waschmaschine daheim? Darius, wir reden mit dir. Hast du etwa keinen Mund? Oder wieso bist du auf einmal so leise? Also wirklich, ihr denkt auch, ihr seid was Besseres. Lasst ihn bitte in Ruhe. Auf jeden Fall was Besseres wie du, Lilly. Lana, wie kannst du eigentlich so gemein sein? So, Kinderlein, hier bin ich schon wieder. Jetzt fangen wir mit meinem sehr, sehr schwierigen Unterricht an. Also, die erste Frage ist, was ist 1 plus 1? Wer weiß die Antwort von euch? Die Antwort ist natürlich 4. Hervorragend, Lana, du bist so klug. Okay, Unterricht ist fertig, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Tschüss, bis morgen. Nichts wie weg hier. Oh Mann, habt ihr gesehen, wie der geflüchtet ist vom Klassenzimmer? Ja, wenigstens stinkt es jetzt hier nicht mehr. Also, ihr seid wirklich das Letzte. Oh Mann, was fällt Lana und ihrer Clique eigentlich ein? Ich hätte niemals gedacht, dass sie so oberflächlich sind. Ich persönlich würde mich niemals lustig darüber machen, wie jemand ausschaut, denn nur die inneren Werte zählen. Der arme Darius und das auch an seinem ersten Schultag. Was könnte ich nur tun, um Darius zu helfen? Oh, ich habe eine gute Idee. Ich werde jetzt schnell nach Hause gehen und vielleicht kann mein Papa ihm neue Kleidung kaufen gehen, dass morgen Lana und ihre Clique Darius nicht mehr mobben werden, weil so geht's nicht weiter. Wen haben wir denn hier? Und wer hat ihm eigentlich erlaubt, dass er sich hier hinsetzen kann? Mach doch was. Okay, ich schmeiß den Rucksack weg. Darius, ist das dein Rucksack? Komm und hol ihn dir doch. Oh, nicht schon wieder. Wieso macht man sowas? Darius, ist das dein Rucksack hier? Ja, ist mein Rucksack, danke. Okay, dann bis morgen. Tschüss. Oh Mann. Lilly, was ist denn los? Ist was vorgefallen in der Schule? Ja, Papa, heute war Darius erster Schultag und die ganze Klasse hat sich lustig über ihn gemacht, weil er alte Kleidung anhatte. Kannst du ihm bitte nicht helfen und ihm neue Kleidung kaufen, bitte? Was? Wie kindisch sind eigentlich deine Klassenkameraden, dass sie sowas machen? Aber ja, natürlich mache ich das. Papa, wirklich? Du bist der Allerbeste. Ich kann es kaum abwarten, Darius morgen in der Schule zu treffen. Hoffentlich ist er glücklicher. Ach, meine liebste Frau, ich vermisse dich so sehr. Ich wünsche, du könntest sehen, wie deine Tochter immer mehr nach dir kommt. Weißt du noch, damals, wo ich arm war und du mir auch Kleidung gekauft hast? Darius, wieso bist du hier immer noch am Äpfel verkaufen? Oh, meine Eltern sind krank geworden und ich musste schnell für sie einspringen. Also, wenn ich ehrlich sein muss, mir wäre es lieber, wenn du für die Schule lernen würdest, weil ich bezahle euch ja. Und wie war dein erster Schultag? Mein erster Schultag war ganz okay. Ich wünschte, ich hätte mehr Freundschaften geschlossen, aber das ist ja auch egal. Oh je, ist ja nicht schlimm.
Was machen Sie überhaupt hier? Ach, es tut mir so leid. Ich bin hier, weil ich ganz vergessen habe, die neue Kleidung zu kaufen. Bitte komm mit mir mit, okay? So, Darius, darf ich vorstellen? Das ist ein sehr guter Freund von mir und er ist der Designer von Gucci. Ich bräuchte ein Outfit für ihn, bitte. Oh ja, natürlich, kein Problem. Fangen wir mal an mit den Messungen. Das ist nicht nötig. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kleidung. Ach, pappalapapp. Also, jetzt schauen wir mal deine Messungen an. Okay, jetzt weiß ich, wie groß dein Gucci-Pullover werden muss. Okay, ich fange jetzt an zu nähen und in 3 Minuten sollte es fertig sein. Du wirst wunderbar ausschauen. Okay, jetzt noch der Feinschliff und fertig. Wow, das ist ja so unglaublich warm. Was ist das? Das nennt sich ein Pullover. Also komm. Dankeschön, wie kann ich mich jemals bei Ihnen doch nur bedanken? Also, du kannst dich bei mir bedanken, indem du einfach gut in der Schule lernst. Ja, das finde ich eine gute Idee. Komm, lass uns gehen. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Immer wenn ich mit meiner Tochter shoppen gehe, will sie danach Sushi essen gehen. Und sie will immer eine eiskalte Cola haben. Hast du schon mal sowas probiert? Das ist so lecker. Was ist eine Cola? Vorzüglich. Ach, das freut mich, dass es dir schmeckt. Und du hast so gute Tischmanieren. Wo hast du das nur gelernt? Ich helfe in meiner Freizeit auch in einem Restaurant aus. Und dort habe ich meine Tischmanieren gelernt. Danke für das Essen. Gar kein Problem. Falls du weiterhin Probleme in der Schule hast, ich bin immer für dich da. Danke. Lalalala. Oh, Darius ist ja immer noch nicht da. Ich bin schon so gespannt auf sein neues Outfit. Das hat er sicher geklaut. Was ist das denn? Was fällt ihm ein, ein Gucci-Pullover zu tragen? Ich bin schon seit 3 Monaten auf der Warteliste und ich habe immer noch keinen. Moin, moin, Schüler. Oh, starten wir den Tag wieder mit Lärm, oder was? Oh, du musst doch der neue Schüler sein. Wie war der Name nochmal? Dallius? Dallius, bitte geh und sammle die Dokumente ein. Mein Name ist Darius und ja, werde ich sofort machen. Okay, einmal hier die Dokumente einsammeln und einmal hier. Das sollten auch alle sein. Na, dem werde ich jetzt einen Streich spielen. Oh, Frau Lehrerin, darf ich bitte auf die Toilette gehen? Sonst mache ich mir in die Hosen. Ja, geh gefälligst. Hier sind die Dokumente. Was machst du? Upsi. Oh nein. Oh, Darius, was bist du auch so tollpatschig? Hast du keine Augen im Kopf? Also was erlaubt? Glaubst du dir eigentlich an deinem ersten Schultag dich so aufzuführen, mein lieber Darius? Dafür gibt es eine 5- ins Zeugnis. Oh, oh nein, ist alles okay? Warte, hier, lass mich dir helfen. Ich habe ganz genau gesehen, wie sie das mit Absicht gemacht hat. Und wer würde mir denn überhaupt glauben, dass sie das gemacht hat? Aber danke trotzdem für deine Hilfe. Oh, meine liebste Lilly, was schaust du so böse rein? Lana, du bist so eine falsche Schlange. Du weißt ganz genau, was du falsch gemacht hast. Er hat dir einfach gar nichts getan. Wieso mobbst du ihn immer so? Sag mal, hast du mich gerade wirklich geschubst, du Kleine? Oh. Ja, jetzt weißt du wenigstens, wie es sich anfühlt. Zeig dir, wie es sich anfühlt, geschlagen zu werden, Lilly. Du wirst es bereuen, was du heute gemacht hast. Und ich werde allen sagen, dass du das gemacht hast. Nein, das war doch der Rucksack von Darius. Er kann doch gar nichts dafür. Das hättest du dir 2-mal überlegen sollen. Alle Schüler zurück auf ihre Plätze. Ja, Frau Lehrerin. Und du auch, du Rotzlöffel. Jetzt fangen wir mit dem Unterricht an. Und wehe, ihr macht noch einen Murks. Habt ihr mich verstanden? Heute habe ich genug von euch. Also, jetzt haben wir Chinesischunterricht. Und zwar, was ist 1 mal 2? Die Antwort ist natürlich 5. Genau, die Antwort ist 4. Sehr gut, du bekommst eine 1+. Okay, wir sind jetzt fertig mit dem Unterricht. Ihr könnt euren Rucksack nehmen und gehen. Frau Lehrerin, ich finde meinen Rucksack nicht mehr. Ach, Darius, du Armer. Ich weiß, wer deinen Rucksack hat. Und zwar die Lilly. Sie hat ihn aus dem Fenster geschmissen. Das stimmt doch gar nicht. Ihr wart es, die Lana war es. Lilly, wieso lügst du? Die ganze Klasse hat es doch gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen. Und ich hab's auch gesehen. Wieso bin ich nicht überrascht, dass ihr sowas macht? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand das mit eurem Rucksack machen würde? Oh.
Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und es würde mich freuen, euch im nächsten Part wiederzusehen. Und jetzt grüßen wir unsere Superfans. Hallo Christopher, ganz liebe Grüße an deine Tochter Alia. Voll toll, dass sie unsere Videos schauen darf. Und liebe Grüße an Queenie Hermine. Ihr macht echt die besten Stories der Welt. Dankeschön, das ist so lieb von dir. Und auch danke an dich, Hassan, für deinen lieben Kommentar. Und auch ein großes Dankeschön an die liebe Medea. Sie schreibt, ich mag euch Tokatoos. Du bist mein Lieblingskanal und ich danke euch wirklich. Ich freue mich immer, wenn eine neue Episode rauskommt. Und die liebe Enver schreibt, hi Tokatoos, ich liebe deine Videos. Kannst du mich und meine Zwillingsschwester grüßen? Name ist Mia und Lia. Ganz liebe Grüße an euch beide, Mia und Lia. Und ganz, ganz wichtig, was wir euch noch sagen wollten ist... Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.